Hallo allerseits. Willkommen hier und willkommen zum ersten Part von der SpongeBob Schwachkopf-Film-Let's Play. Lass uns weitermachen! Und... Okay, ich drücke lieber schon mal auf Start. Sonst werde ich dich hier unterbrochen. Es ist immer Zeit für ein geldbringendes Projekt. Auf jeden Fall. Ja, ja. Ja, der Großteil hat abgestimmt und... Ja, sehr viele Leute wollten... Bra. Okay, Moment, ich mach's einfach so. Da muss ich das, da werde ich nicht unterbrochen. Aber ja, der Großteil hat dafür abgestimmt, dass dieses Spiel als nächstes gespielt werden soll. Und ja. Boah, ja, also das Spiel ist schon... Das ist gerade echt Nostalgie pur. Ich habe das Spiel zum ersten Mal auch schon vor über 10 Jahren gespielt und... Ja, ist ein richtig gutes Spiel. Wirklich. Ein fantastisches neues Spiel. Und wie ihr sehen könnt, das Spiel ist auch im 4:3 Format. Ja. Yeah. Das heißt, ich kann auch die Aufnahme auch so ein kleines bisschen verschieben, so dass halt wirklich sich die Facecam und das Gameplay nicht überschneiden. Ich würde sagen, es ist eine Win-Win-Situation. Für die, die halt nur das Gameplay sehen wollen, können sie sich voll ganz darauf konzentrieren. Und für die nochmal die Facecam sehen wollen, mei, dann schauen die halt ein bisschen weiter mehr nach rechts. Aber ja, so kann man es dann machen. Fantastisches neues Spiel. So. Sagen wir nichts mehr? Gut. Wieder das Alte, hä? Melodien für alle! All deine Soundeffekte, speziell von mir angefertigt. Ja, ich würde sagen, kann man erstmal so stehen lassen, ne? Eines der gespeicherten Spiele. Aber ja, ich würde sagen, ich habe jetzt hier genug geredet. Beziehungsweise, die haben genug geredet. Fangen wir an, würde ich sagen. Wenn jemand herausfindet, was dieser Bildschirm bedeutet, bitte erklär es mir. Ja. Ja, von der Speicherplatz. Über 100 Megabyte. Ich habe mir eine 128 Megabyte Speicherkarte gegönnt. Warum? Ich habe sehr viele Spiele. Und ich möchte jetzt mir ungern 6, 7 oder sogar 8 Memory Cards jetzt kaufen. Deswegen ja. Ja. Deswegen lieber sich einfach eine etwas größere Memory Card holen. Dieses Spiel wurde gespeichert. Und ja, das spielt hier übrigens auf der PS2, falls ihr es nicht schon bemerkt habt. Und ja, nein, hat nicht die beste Auflösung. Leider. Aber müsste hoffentlich noch gut genug sein. Hoffe ich zumindest. Ja, kein Käse. Wir dürfen keinen Quatsch machen. Ist alles Käse. Willkommen in unserer kleinen Fabel des Leids, des Triumphs über unüberwindbare Widerstände, des Terrors und der Managementverantwortung. Unsere Geschichte beginnt in den ruhigen Gewässern über Bikini Bottom. Sobald wir in die Wellen eintauchen, befinden wir uns in einer anderen Welt. Moment mal, haltet eure Seepferde an! Ich kann nicht glauben, dass das hier passiert. Es ist schrecklich. Auf jeden Fall. Neptun verdammt, mein Manager ist hier. Red mit mir, Krabs. Es begann mit einer einfachen Bestellung. Ein Krabbenburger mit Käse. Also was ist falsch gelaufen? Als der Kunde eine Bissen nahm, kein Käse. Das ist doch nie passiert. Oh. Wieder Eugene. Ich gehe rein. Ja, auf geht's. Jetzt muss ich mich erstmal wieder dran gewöhnen und... Oh, nee. Die Kamerabewegung ist invertiert. Das mag ich gar nicht. Kann man es umstellen? Das gefällt mir nicht. Nein. Geld und Kinder zuerst! Ich habe noch nie so einen schönen Sound wie das Geld in meiner Tasche gehört. Ach, Leute. Na gut. Ungewinn muss sein. Aber ja, ist wie gesagt ein sehr gutes Spiel. Aber was ich halt ja ein bisschen schade finde, ist, dass hier die Originalbesetzung nicht am Start ist. Also Santiago, Ziesmer und Co. Wäre jetzt viel besser gewesen, meiner Meinung nach. Aber naja, was muss. Immerhin stimmt das Gameplay. Damit ihr schon mal Bescheid wisst, es kann sein, dass ich in den ersten Parts ja wie so ein kleiner Noob spielen werde, weil ich mich jetzt mal wieder einspielen muss. Aber sobald ich dann wieder drinne bin, denke ich mal, ja, wird dann auch Ding angenehmer zum Anschauen sein.
Mensch, Patrick. Die Quallengang. Es geht nichts über männliche Dinge. Diese Umgewinnung. Von invertiert. Ja, hier, von invertiert und dann es vorher nicht invertiert. Ein kurzer Rutsch vom Manager zum, Nicht-Manager. Hat aber eine Riesenzunge. Sandy kann sich glücklich schätzen. Boing! Das ist Arbeit für einen Manager. Junge, ich liebe Schatzjagden. Um zu sehen, welches Extra du gerade erhalten hast, gehe in das Menü Extras im Optionsmenü. Und ach ja, ich werde übrigens auch versuchen, möglichst jede Goofy-Koopa-Münze hier einzusammeln. Genauso wie jede Schatztruhe. Ja, also kurz zusammengefasst, es wird 100% Let's Play. Ach verdammt. Der Überzug von meinem linken Analogstick löst sich hier langsam ab. Ist ein bisschen awkward gerade. Ja. Vielleicht müsste ich mir einen anderen Controller hier holen. Aber. So, haben wir alles? Ja, sieht so aus. Einfach, aber befriedigend. Danke für die Hilfe, Jungs. Das ist Arbeit für einen Manager. Auf jeden Fall eine Scheibe Käse einem Kunden drauflegen. Was wären wir ohne den Manager? Ne? Ah, jetzt kommt der Seitensprung. Also, ihr wisst, was ich meine. Oh, ein Punkt fehlt. Du bist in der Lage, einige schwache Objekte in dieser Welt zu durchbrechen. Neues. Reinheit kommt direkt nach Managerkeit. Ja, dann würde ich sagen, tun wir mal upgraden. Wenn ich nochmal weiß, wie es geht. Welche Kampf war das denn? Ach, Select. Ja. Auf jeden Fall gerade der. Schwarzgurt, hier komme ich. Nice. Jetzt können wir Projektile zurücksteuern. Wird dann sehr nützlich sein, auf jeden Fall. Und sehr viel höhere Reichweite. Beziehungsweise größere Reichweite. Wir sind Männer. Ihr seht es. Ja, schön alles hier abgrasen. Wir wollen ja nichts verpassen. Mal sehen, haben wir alles? Ja, sieht so aus. Okay, beenden wir das Level. Erstes nice Level. Der Manager dieses Etablissements. Alles wird in Ordnung kommen. Ich hab wirklich Angst, Mann. Hast du einen Namen? Phil. Komm schon, Phil, bleib bei mir. Ich habe nur eine Chance. Ich muss die richtigen Werkzeuge für den Job haben. Bingo! Jetzt möchte ich, dass du mir einen Gefallen tust, Phil. Was? Sag Cheese. Ah, der Anfang. Unser kleiner gelber Freund erwacht aus seinem Schlummer und bereitet sich auf den größten Tag seines Lebens vor. Trotz seiner Träume ist er immer noch nicht zum Geschäftsführer der neuen großen Kabe 2 ernannt worden. Deshalb macht er sich auf, um seine Depressionen im örtlichen Goofy Goobers in Eiscreme zu ersticken.
Auf der anderen Straßenseite brütet der teuflische Plankton, neidisch auf Mr. Krabs Erfolg an Plan Z. Er stiehlt König Neptuns Krone und beschuldigt Mr. Krabs, sie an die weit entfernte und gefährliche Muschelstadt verkauft zu haben. Lasst uns nun am Selbstmitleid unserer beiden Helden teilhaben. Oh ja. Sie haben gerade eben die Kontrolle über ihr Leben verloren und jetzt darf ich es kontrollieren. Nice. Ich bin bereit. Depression. Nicht mit uns. Hey! Hey, Kumpel, komm schon, wach auf! Hä? Wo bin ich? Es ist 8 Uhr morgens, wir haben geschlossen. Sammel deinen Kumpel ein und raus hier. Yippie, Kumpel! Komm hier hoch und feier mit! Spongebob! Ach, dieser Gipser. Jetzt erstmal alles hier vernichten. So muss das. Beslowski-Style. Wir machen alles kaputt. Das ist fröhliche Musik. Nur bei SpongeBob möglich. Das ist auch ein Tier. Nice, Partikeleffekt hier. Schön regenbogenförmig. Regenbogenförmig. Nimm dich vor dem Gut in Acht! Ich hab wieder meine Braincards, weg jetzt nicht. Schlafmangel ist da. Ja, komm, spiel mal ein bisschen Orgel. Ja, eigentlich schon. Orgel. Mini-Orgel. Alle schon kaputt machen. Kaputt. Bring sie mir. So, haben wir alles? Ja, sieht so aus. Dann gehen wir mal weiter, würde ich sagen. Wie gesagt, dieser Gummiüberzug löst sich. Ich glaube, man denkt an den Lookstick. Ist ein bisschen awkward, weil sich das Ding mit meinem Finger mit bewegt. Kleiner Stinker, du. Das war dumm. naja, egal. Ist nur ein 5er Hantel. Da habe ich schon mehr gestemmt. Hey, Geschenke! Boah, das Ding geht mir langsam auf den Zeiger. Ich tue es mal weg, vielleicht ist es dann besser. Jetzt ist das Ding auch noch rutschig. Bah. Tasty. Moment, Leute. Ist okay, ich hab's, glaube ich, jetzt. Ja, ist aber immer noch ein bisschen rutschig. Ah, Mist. Ja, der arme Spongy ist leider nicht Manager geworden von der zweiten Costa Kabel. Ich denke mir nur so, KK. Alles klar. SpongeBob! Was geht, Patrick? Du solltest dieses neue Trickbesen-Spiel ausprobieren. Duck dich! Was? Wow! Ja, im Englischen wäre es sehr viel lustiger gewesen, aber hier. Hier hat der Witz nicht so viel Wirkung. Wie viel Mann muss ich sein? Sehr viel mehr. Du hast nicht alle Power-Ups. Ich habe mir nichts, oder?
Nee, nicht wirklich. Aber ich will es jetzt versuchen. Ich will wissen, was passiert, wenn man das alles hier smasht. Wahrscheinlich gar nichts, aber... warum nicht? Ja. Ich wollte es wissen. Oh, die Spawnmaschine. Hey, ihr beiden schon wieder. Ich habe euch vermisst. Oh, ich würde jetzt gerne aufwachen. Okay. Rest in Pistachio Eis. Oh. Oh. Postmortem hat er mich nicht hier noch besiegt. Da braucht man tatsächlich nicht die Schallwellengitarre. Es würde auch reichen, wenn man den geupgradeten Wurf von Patrick hat. Damit es hier dann so mit voller Wucht hier entgegenschleudert. Ja, die Explosion tut alle vier Schalter triggern. Oh, 50er Handel. Nice. So, hier oben gibt es auch noch ein paar kleine Sachen. Hier müsste, glaube ich, irgendwo eine Truhe sein, soweit ich weiß. Na, wo haben wir es denn? Halten wir es. Oder auch nicht. Okay, dann war es in dem anderen Raum. Ist ja, wie gesagt, schon ein bisschen länger her, seitdem ich das Spiel gespielt habe. Stimmt, da war es, glaube ich. Hölzerne Geschenke! Yep. Oh, schön! Noch eine! Ja, mit der Zeit gewinnt man sich an den neuen Synchronsprecher, aber nicht steckt das Original meiner Meinung nach. Rennen macht mich wirklich hungrig! Mich auch. Mich auch, Patrick. Okay, ohne das Ding ist es doch ein bisschen seltsam. Ich tue es mal wieder dran. Dann tue ich mich halt mit dem leichten Rumbewegen halt rumschlagen. Mei. Das muss, das muss. So, gefühlt eine halbe Stunde später habe ich es endlich. Aber warum ist die Kamera invertiert? Warum? Ihr Sadisten. Ihr bösen Menschen. Oh, da kommt gleich Mindy. Patrick, wenn du mir mehr Goofy-Goober-Münzen bringst, dann kann ich dir den Ratschlag-Move beibringen. Warum geht's vorher nicht, wenn du uns helfen willst? Weil ja so, ist hier so gesehen eigentlich doch... Zeitverschwendung, wenn man so sieht. Wir haben ja nur 6 Tage, um die Kohle zurückzuholen. Und wenn wir so etwas machen, verlieren wir doch nur unnötig Zeit. Mensch, Mindy, auf wessen Seite bist du? Oh toll, ich liebe... wie auch immer, Move. Das wirst du. Bring mir einfach noch mehr Goofy-Goober-Münzen. Wie viel Mann muss ich sein? Ja, dann macht jemand hier das Kloppe, würde ich sagen. Unsere erste Nebenmission, kann man so sagen. Ja, was sagen wir? Challenge, Herausforderung. Ja. Da gibt es ja auch sehr viele nice Challenges. Ich gehe mal davon aus, ja, viele von euch kennen die auch, und falls nicht, ja gut, das Spiel ist auch schon, wie viele, 15 Jahre alt? Ja.
Alles klar, Kinder. Ja, die Schwammball-Herausforderung und die Dinge, ja, wie heißen die? Super Schwamm, rette die Würfel-Herausforderungen sind auch ganz nice. Männlichkeit aufsaugen, selbst in den Ecken. Haben die echte Ding eine Menge rausgeholt aus seinem Film. Wow. Du kleine Stinker, du. Das geht wohl gar nicht. Hat dir deine Mutter keine Manieren beigebracht? Noch ist es einfach, aber... Ja, sobald wir nach in Planktopolis ankommen, das ist lustig, soweit ich weiß. Das ist sehr lustig. Aber... Bikini-Button wird befreit. Eine unglückliche Seele nach der anderen. Ey, lasst mich, ihr Stalker. Ich fühle mich schon viel männlicher. Ich auch. Der Testosteronspiegel hat sich um 10% erhöht. 10%. Nach deinem besten Schuhklamm. Super Schwamm, rettet den Tag! Wie gesagt, wer zuletzt lacht. Männlichkeit aufsaugen, selbst in den Ecken. Was ja auch ein ganz nice Detail ist, denn das werdet ihr ja auch später sehen. In, ja, in jedem Kapitel, sag ich mal, haben auch die Ding, SpongeBob und Patrick auch ein anderes Outfit, sag ich mal. Ist auch ein nicer Touch. Nicer Touch. Das war auch easy. Die denken sich auch so. Alles klar. Jäger genommen. Ladezeiten, Ladezeiten. Und wie geht's euch so? Wie geht's Frauenkind? Okay, Mindy, bring mir den Move bei. Okay, Patrick, da du mir genug Goofy-Goober-Münzen gebracht hast, kannst du nun den Ratschlag-Move einsetzen. Nice. Zeit zu drehen? Ja, am Rad drehen. Oh toll, oh toll, oh toll! Du solltest lieber aufbrechen, Patrick. Es gibt viel zu tun. Was du nicht sagst, Mindy, was du nicht sagst. Ah, nice. Jetzt kann ich hier richtig schnell unterwegs sein. Schneller als es die Polizei erlaubt. Aber nee, es war ja noch nicht alles. Hier gibt's noch etwas. Die Abfallherausforderung. Ja. Verstecktes Ding hier.
Bring sie mir! Wow. Ja, wenn das nicht mal einfach war. So einfach kann man Koffee-Guber-Münzen hier farmen. Ja, dann haben wir, glaube ich, alles hier. Weiter geht's. Hehehehe. What you gonna do? Und. Und jetzt bloß nicht denselben Fehler wie vorhin machen. Die Männlichkeit ist gelandet. Ah, wird das für ein Level up? Springen, nee. Springer, Springer, rief! Jetzt schon. Ich würde sagen, wir tun den Raschlagofen hier upgraden. Das gehört, glaube ich, ein bisschen wichtiger, würde ich behaupten. Boah, richtig angepisst hier. Super Drehkreis! Ja, Mann. 3, 2, 1, let it rip! Falscher Streifen. Ich will die 50er Handel haben. Weil sonst wird sich Kollege schämen. Genauso wie Farid. Weil, was sind denn 10 Kilo? Nix. Ich hab nicht auf die Decke geschaut. Neues. Ja, auf jeden Fall schon ein ziemlich krasses Upgrade, muss ich sagen. Wie läuft denn auf Eiscreme? Na, eigentlich auf kalten Fliesen, aber jetzt laufen wir auf Eiscreme. Hätte keine Zukunft sehen. Hey, Geschenke! Oh, das war knapp. Macho Kram! So, jetzt müssen wir hier, ihr seht es glaube ich schon, hier diese ganze Reihe, die müssen wir jetzt ja versuchen einmal hier komplett zu zerstören, damit wir da eine Truhe erhalten. Das hatte ich noch im Kopf gehabt. Naja, was man nicht alles macht für 30 Punkte. Ne? War auch schon fast am Ende hier. Lach nicht über mich! Easy. Komme durch! Das möchte ich aber noch ein bisschen weitermachen, ein bisschen Punkte farmen. Auch wenn die nach einiger Zeit zu einsam handeln werden. Ja, daran haben die Entwickler gedacht, dass man nicht hier vorher alle schon farmt. Leider. Mal schauen, vielleicht kann er noch einen weiteren Matchpunkt hier dazu bekommen. Würde mich jetzt mal interessieren, ob das jetzt hier noch klappt. Oh.
Komm, noch einer. Ich will Combo haben. Ich will eine Combo haben. Okay, gut. Wir müssen jetzt nicht den. Wir müssen es jetzt nicht komplett ausreizen. Hui! Okay, den noch. Du kannst jetzt gehen. Und will mal Feierabend haben. Und schon mal da oben. SpongeBob. Aber ja, ihr seht ihn. Da. Benutze das Porto-Head, um zwischen SpongeBob und Patrick zu wechseln. Ist aber in dem Fall noch nicht nötig. Brauchen wir es dann später für die Schallwellen-Gitarren-Herausforderung. Da bist du ja, Patrick. Ich habe schon den ganzen Abend versucht, dich zu finden. Es ist 8 Uhr morgens, SpongeBob. Du meine Güte, 8 Uhr. Ich komme zu spät zur Arbeit. Mr. Krabs wird mich umbringen. Oh, Mr. Krabs. Zurück bei der großen Krabbe konfrontiert König Neptun Mr. Krabs mit seinem angeblichen Diebstahl. Er fragt, ob irgendjemand der Anwesenden für Mr. Krabs Charakter bürgen könne. Unser gelber Schwachmatikus Max Besitron erscheint, um Mr. Krabs als üble Person zu beschreiben. König Neptun verwandelt Mr. Krabs zu Eis, was SpongeBob schlagartig ernüchtert. Er meldet sich freiwillig, um die Krone aus der Muschelstadt zurückzuholen. König Neptun friert Mr. Krabs ein und gewährt eine 6-tägige Galgenfrist, damit SpongeBob und Patrick versuchen können, die Krone zurückzuholen. König Neptuns Tochter Mindy gibt SpongeBob und Patrick einen magischen Spiegel. Er ermöglicht ihr, mit unserem Heldenduo zu kommunizieren und sie zu unterstützen. Nun fahren wir fort, als SpongeBob und Patrick am Bulette Mobil ankommen. Das war nicht der Spiegel. Das war dieser magische Windbeutel. Sandwich-Route 101. Aber das würde ich sagen, machen wir es im nächsten Part. Wir schauen uns noch schnell hier die Intro an. Intro in Anführungsstrichen. Beziehungsweise, da wird, glaube ich, gleich Mindy sprechen. Ja, gut. Da können wir dann den Part beenden, würde ich sagen. SpongeBob, Patrick, es ist an der Zeit, eure Reise zu beginnen. Fahrt das Bulette-Mobil durch Bikini Bottom bis an den Rand der Stadt. Oder? Jetzt bin ich mir gerade nicht sicher. Diese Straße führt euch durch Bikini Bottom bis zum Stadtrand. Beschädigt das Bulette-Mobil nicht zu sehr oder ihr müsst neu starten. Aber ja, wie gesagt, ich würde sagen, beenden wir hier den Part. Im nächsten Part machen wir dann direkt hier weiter. Fahren dann Richtung Shell City. Ja, nicht Muschelstadt, Shell City. Hört sich irgendwie besser an, finde ich. Wird ja auch so in der offiziellen Synchro auch ja gesagt. Von der deutschen Synchro. Deswegen ja, Shell City. Und das erste Mal auch mit dem Sandwich, Burger unterwegs. Ja, seid auf jeden Fall gespannt auf den nächsten Part. Und wie immer, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte ein Like da. Und falls ihr es einer der ersten draußen wollt, wann ich etwas Bombastisches uploade, dann abonniert doch den Kanal und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Und falls es euch interessiert, mein Instagram und Social Name steht unten in der Videobeschreibung. Also, das war's mit dem Video. Bis dahin, see you!